Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Wildkräuter-Video für euch. Ich zeige euch in diesem Video, welche essbaren Wildpflanzen ich aktuell, also in einer sehr kühlen Jahreszeit, noch sammeln kann. Und da sind einige Wildpflanzen zusammengekommen. Kürzlich habe ich einen Waldspaziergang gemacht und habe 17 Wildpflanzen bzw. Wildkräuter gefunden, essbare Wildpflanzen, die wir in der Natur kostenlos sammeln und unseren Speiseplan aufwerten können. Die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen ja, dass Wildpflanzen, aber auch Sprossen und Grünkraut einen hohen Stellenwert in meiner Ernährung haben. Und ich liebe es, Menschen zu inspirieren, in ihrer Küche eigene Lebensmittel, also Sprossen, Grünkraut und grüne Gräser anzubauen, beziehungsweise in ihrer Region nach essbaren Wildpflanzen zu suchen. Wenn wir Wildpflanzen mit grünem Blattgemüse, welches wir kultivieren, oder allgemein Kulturgemüse vergleichen, dann schneiden die Wildpflanzen immer besser ab. Vor allem auch, was ihr Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen angeht. Sie enthalten ja oft Bitterstoffe und diese Bitterstoffe wurden aus unserem Kulturgemüse weitestgehend herausgezüchtet. Aber auch Bitterstoffe können für unsere Gesundheit sehr hilfreich sein. Deswegen schätze ich Wildkräuter auch sehr und freue mich, dass ich das ganze Jahr über Zugriff auf kostenlose und qualitativ hochwertige Lebensmittel, also den Wildpflanzen, haben kann. Jetzt im Video folgen 17 Wildpflanzen bzw. Wildkräuter, die ich aktuell noch in meiner Region sammeln kann. Hier seht ihr überall Brombeergrün. Das ist ein Wildgrün, das gibt es das ganze Jahr über. Also die Brombeerblätter fallen auch im Winter bzw. im Herbst nicht ab. Die Brombeerblätter sind sehr eiweißreich und enthalten Gerbstoffe. Ein Tee aus Brombeerblättern soll blutreinigend wirken. Dieses Wildgrün ist im Winter recht zäh, aber für grüne Smoothies ist es sehr gut geeignet. Wenn ihr das Blatt umdreht, dann seht ihr hier auf der Mittelrippe kleine Dornen. Und wenn ich Brombeerblätter pur esse, dann entferne ich das Blattgrün rechts und links von dieser Mittelrippe. Das, was ihr hier seht, diese kleinen grünen Blättchen, das ist die Vogelmiere. Und die Vogelmiere ist ähnlich wie das Brombeergrün fast das ganze Jahr über erhältlich, wenn es nicht zu kalt wird. Also die Vogelmiere, die treibt auch bei geringen Minusgraden unter dem Schnee und kann so auch im Winter gefunden werden. Die Vogelmiere ist sehr nährstoff- und mineralstoffreich und ihr Geschmack erinnert an jungen Mais oder Erbsen. Und hier neben der Vogelmiere wächst auch ein ganz bekanntes Wildgrün, der Löwenzahn. Der Löwenzahn, der schmeckt recht bitter. Je älter die Blätter, umso bitterer. Und auch der Löwenzahn ist nährstoffreich. Hier habe ich noch ein Wildgrün gefunden, die Schafgarbe. Die wird hier teilweise schon gelb, aber es gibt auch noch ein paar grüne Blätter. Und das Interessante, das Wort Garbe stammt aus dem Altdeutschen und bedeutet gesund machen. Die Schafgarbe schmeckt würzig herb und enthält ätherische Öle, Bitterstoffe und Gerbstoffe. Das hier ist der Spitzwegerich, der zählt zu den ältesten Heilpflanzen. Der schmeckt champignonartig und in Teeform soll er eine schleimlösende Wirkung haben. Hier habe ich auch noch eine Wildpflanze gefunden, das Hirtentäschel. Das habe ich eigentlich um die Jahreszeit bei uns nicht mehr gefunden. Und das Interessante bei dem Hirtentäschel, ihr seht hier am Boden die essbaren grünen Blätter, die erinnern so ein bisschen an Rucola. Hier haben wir auch eine sehr bekannte Wildpflanze, noch frisches Grün der Brennnessel. Und die Brennnessel ist sehr eiweißreich und enthält Silizium in Form von löslicher Kieselsäure. Hier habe ich noch den Breitwegerich gefunden, der schmeckt und wirkt so ähnlich wie der Spitzwegerich. Hier am Wegrand habe ich noch die Wegrauge gefunden. Die hat auch so charakteristische Blätter. Und die Wegrauge, die schmeckt senf- bis kresseartig und ist auch ein schönes Gewürz für Salate oder Dips oder Aufstriche.
wenn man sie in der kühlen Jahreszeit noch findet. Hier habe ich noch schönere Schafgarben-Exemplare gefunden. Die sehen noch schön frischgrün aus. Und hier wachsen noch andere Wildkräuter. Vogelmiere habe ich zum Beispiel hier noch entdeckt. Und zum Beispiel auch das kriechende Fingerkraut, auch Fünffingerkraut genannt. Das Fünffingerkraut hat einen sehr milden Geschmack und das kann man auch gut noch in der kühleren Jahreszeit auch in großen Mengen finden und es versorgt eben auch gut mit Chlorophyll. Hier gibt es noch ein bisschen Vogelmiere, auch noch Wiesengras, also Wiesengras ist hier auch essbar. Hier haben wir auch noch ein bisschen Vogelmiere, also wenn Vogelmiere irgendwo vorkommen, dann in größeren Mengen und für mich ist die Vogelmiere mit eines der kostbarsten Wildpflanzen, weil sie eben fast das ganze Jahr über zu finden ist. Hier habe ich noch Taubnessel entdeckt. Ihr könnt hier die rosafarbenen Blüten auch noch sehen. Die Taubnessel hat einen interessanten Geschmack. Sie schmeckt so feinwürzig nach Pilz und sie soll eine belebende, schleimlösende und beruhigende Wirkung haben. Und die Taubnessel gehört auch zu den Pflanzen, die ich im Winter, wenn es nicht zu kalt wird, auch regelmäßig finden kann. Bevor es mit den Wildpflanzen weitergeht, möchte ich noch allen Interessierten mein E-Book Gesund Grün Essen empfehlen. Dieses E-Book hat einen großen Wildkräuterteil. Ich beschreibe über 60 Wildpflanzen, also Wildkräuter und Baumblätter. Da wird die Form beschrieben, auch die Inhaltsstoffe, die Wirkung und wie man sie verwenden kann und noch ganz viele Informationen rund um Wildpflanzen und die Verwendung von Wildpflanzen. Ich setze euch den Link zu meinem E-Book Gesund Grün Essen unter dieses Video bzw. den ersten angepinnten Kommentar. Und weil ja morgen der erste Advent ist und generell die Vorweihnachtszeit, gibt es auf mein E-Book die nächsten 2 Wochen 20% Rabatt. Hier auf dieser kleinen Wiese gibt es eine Wildpflanze, die sehr, sehr stark dominiert. Normalerweise ist es immer das Fünffingerkraut, aber hier ist es eindeutig der Gundermann, auch Gundelrebe genannt. Der Gundermann war früher eine Allerweltspflanze, also er wurde zum Beispiel für Heilzwecke verwendet, zum Würzen oder für die Ernährung. Heute ist das alte Wissen leider fast wieder in Vergessenheit geraten. Noch etwas Interessantes zum Gundermann, das Wort Gund ist mittelhochdeutsch und bedeutet Eiter, Schleim. Und durch den Gundermann soll die Bindung von giftigen Körpersekreten und Schwermetallen gefördert werden. Also sehr interessant. Der Gundermann hat einen herb aromatischen Geschmack, ist schon ein bisschen speziell, aber für mich auch eine sehr wertvolle Wildpflanze, die ich auch regelmäßig in kühleren Jahreszeiten oder in der kühleren Jahreszeit finden kann. Hier gibt es auch noch eine Wildpflanze, die sehr bekannt ist. Das Gänseblümchen, das auch in Mitteleuropa weit verbreitet ist. Es schmeckt leicht bitter und soll stoffwechselanregend wirken. Hier habe ich noch jungen Girsch entdeckt. Auch ein ganz tolles Wildgrün, was sehr eiweißreich ist und auch mineralstoffreich. Der Girsch schmeckt wie eine Mischung aus Möhre und Petersilie und lässt sich auch sehr gut zum Würzen von verschiedenen Speisen verwenden, aber natürlich auch sehr gut zum Puressen. Diese beiden größeren Blätter gehören zu einer Pflanze des Sauerampfers. Der Sauerampfer, wie der Name schon sagt, schmeckt säuerlich und soll das Immunsystem stimulieren. Hier seht ihr noch ganz viel Wiesengras. Auch wir können Wiesengras für unsere Ernährung verwenden, allerdings in Form eines gepressten Saftes. So können wir auch die Nährstoffe aus dem Wiesengras aufnehmen. Im Frühjahr und Sommer presse ich mir gern größere Mengen Wiesengrassaft. Wenn das Gras dieses Stadium hat und sich langsam gelb verfärbt, dann kann man mal so ein Büschel pflücken und mit für einen grünen Saft verwenden. Hier seht ihr noch ganz tolle Exemplare der Vogelmiere. Schönes, frisches, saftiges Grün in der kalten Jahreszeit. Und hier auch ganz viel Vogelmiere. Und es wird auch der Platz sein, den ich im Winter öfters
aufsuchen werde, um mir Vogelmeere zu sammeln. Ich habe hier noch ein paar Malvenblätter gefunden. Die finde ich im Winter eher selten. Die Malven, die schmecken recht mild und können in der kühleren Jahreszeit eine gute Zutat für Salate oder Smoothies sein. Zum Schluss möchte ich euch noch von einem wundervollen Projekt berichten. Kürzlich hat mich eine Astrid aus Potsdam angeschrieben und mir von ihrem Gedächtnisspiel essbare Wildpflanzen erzählt. Und natürlich war ich da gleich Feuer und Flamme, wenn es um Wildpflanzen geht. Da bin ich immer sehr gerne dabei. Sie hat mir so ein Spiel zugeschickt. Wir haben es schon getestet und ich kann es auf alle Fälle weiterempfehlen. Das ist eine wundervolle Geschenkidee, auch für Familien, für Kinder oder generell für Menschen, die sich ein bisschen spielerisch vertrauter mit Wildpflanzen machen möchten. Das ist das Naturmemo essbare Wildpflanzen. Und ihr seht hier 27 handgemalte Aquarell-Kartenpaare. Wirklich sehr liebevoll gemacht. Gefällt mir sehr gut. Was ich schön finde, dass die Karten auch nicht total identisch sind, dass man hier zum Beispiel einen Gundermannblatt sieht oder zwei und die Blüten und hier eher die Pflanze im Ganzen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch hier das Gänseblümchen. Da sieht man die Blüte und dann hier die ganze Pflanze. Ihr seht sehr schöne Zeichnungen hier, die Vogelmiere, die Taubnessel. Ich glaube, alle Pflanzen, die ich heute vorgestellt habe, sind auf alle Fälle dabei. Ich glaube aber das Wiesengras nicht. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel und das kann ich auf alle Fälle für Naturliebhaber, Wildpflanzenliebhaber empfehlen. Das ist nochmal der Löwenzahn. Im Memo-Set ist noch eine kleine Saatgutmischung essbare Wildpflanzen dabei und da gibt es dann auch noch eine Beschreibung. Auch wie diese Blumenblüten schmecken. Hier gibt es noch ein Faltblatt, ein großes. Das sind alle im Spiel verwendeten Wildpflanzen nochmal abgebildet. Da gibt es auch Informationen zur Sammelzeit. Das kann man anhand von römischen Zahlen dann ablesen und vor allem auch, was ich sehr schön finde, wie diese Wildpflanzen verwendet werden. Ich verlinke euch Astrids Seite unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Da findet ihr noch mehr Informationen und erfahrt auch, wie ihr dieses Spiel bestellen könnt. Die Astrid hat noch ein anderes Projekt ins Leben gerufen, auch so ein Gedächtnisspiel, allerdings mit essbaren Wildfrüchten. Auch sehr, sehr unterstützenswert. Ich glaube, da läuft jetzt 3 Tage noch so eine Unterstützerkampagne. Ich verlinke euch diese Seite auch unter diesem Video, da könnt ihr euch noch mehr informieren, wenn es euch interessiert. So, das war's erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren und hoffe, dass ihr noch einige Wildpflanzen bei euch in der Region finden könnt. Im tiefsten Winter, also wenn es wirklich länger kalt ist, so um die 0 Grad oder wenn es auch schon in die Minusgrade geht, da finden wir auf alle Fälle noch Brombeerblätter, die findet man das ganze Jahr über, aber auch die Vogelmiere ist sehr robust und kann im Winter noch gefunden werden. Ich habe in den letzten Jahren dann auch oft noch Taubnessel oder Gundermann gefunden. Also eine Handvoll Wildkräuter sind auf alle Fälle auch sehr hilfreich für eine gesunde Ernährung im Winter. Das war's von mir. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, eure Gedanken, eure Meinungen zu diesem Video. Sammelt ihr aktuell noch Wildkräuter, Wildpflanzen und welche sind das? Ich freue mich über einen regen Gedankenaustausch, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald.